Opa, gleiche Siftor, dann gibt es endlich Essen. Hä? Und was steht da? Was heißt das? Da... No, Mann. Schäm dich, du solltest dir den Mund auswaschen. Aber es ist noch nicht Iftar. Hallo, Bashkim. Hallo, Afrim, weißt du, was das bedeutet? Bashkim, ich glaube, ich weiß, was das heißt. Das sagen alle Repera und wenn man das sagt, dann ist man auch so cool. Hallo, Afrim, ta... No, Mann. Hallo, liebe Gäste, kreid wie auch... No, Mann. Hallo, Markus, ta... Markus, ta... Afrim und Bashkim! So etwas will ich nie wieder von euch hören, vor allem nicht am Ramadan. Das ist ein ganz schlimmes Wort. Ein schlimmes Wort? Ah, Flim, zum Glück hat uns Mr. Krebsi gesagt, dass das ein schlimmes Wort ist und jetzt spielen wir Schlangen und Fahrstuhl. So ein schlimmes Wort sagen wir nie wieder. Oh, Schlange. Jetzt bin ich dran. Juhu, Fahrstuhl. Heide, Fahrstuhl. Heide, Bismillah. Schlange. Da. No, Mann. Du hast das schlimme Wort gesagt. Afrim, Entschuldigung, das war aus Versehen, ich schwöre dir. Keine Angst, Bashkim, ich sag niemanden. Mr. Krebsi. Bashkim hat das Wort gesagt. Ich bin schneller als du, fett Afrim, Mr. Krebsi. Was? Afrim und ich haben Schlangenfahrstuhl gespielt und hat er ein Wort gesagt. Er hat das schlimme Wort gesagt. Was habe ich euch über dieses Wort gesagt? Ihr zwei solltet euch wirklich schämen. Entschuldigung, Afrim. Sowas darf man nicht sagen. Ich sage das nie wieder. Ab heute werde ich so ein Wort nie wieder sagen. Vor allem nicht in Ramazan. Afrim, wir sind gute Jungs. Sowas darf man nicht sagen. Jo, Freunde, was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, Freunde. Freunde, das war eine neue SpongeBob-Episode. Nichts vergessen zu liken. Zu kommentieren. Und Glocke aktivieren. Freunde, in Ramazan darf man keine schlimmen Wörter sagen. Na, wir sehen uns beim nächsten Video.